Ja, Lied Westcliff. Schon wieder. Aber so langsam wollen wir auch mal in die verdammte Arena rein. Denke ich. Denn der Zackenturm wartet. Goddamn Spire. Ja, und die finden das lustig. Die finden das lustig, aber die sehen auch so aus. Ja, Hammer, ist gut. Hallo, ich bin berühmt, lass mich Seht rein. nur, wenn das kein Hexenkessel-Kandidat ist. Been causing quite a commotion, ain't ya? Everyone knows who you are. Gehört sich ja auch so. Was about a competitor since Knockout Nora? Remember her, Mad Dog? Yeah. Point is, you've earned your place in the Crucible's parade of almost certain death. Ja, fast sicher tot. She could have knocked me out any time, that Nora. Whatever became of her? Anyway, make sure you're properly kitted out before you go in. The crowd gets ever so upset when our fighters die too quickly. But if you live, you become a legend, and you'll be a shoo-in to join Lucian's army. Woo. I don't think any winners have turned that opportunity down yet. Private sector security work is very lucrative, I hear. Na ja. Right, no dogs allowed inside. Health and safety, you understand? No, doggy. Du darfst nur mit rein. Wie traurig, wie traurig. Wie unendlich traurig. Oh Gott. Ich krieg schon wieder Anfälle, wenn ich darauf. Audacity. Geschenk! Sogar eine billige Halskette. Wow. Warte, ich hab Geld. Haben wir das letzte Mal nicht gespeichert? Was habe ich für eine Waffe? Pistole. So eine habe ich. Aber meistens. So, Kleidung kaufen. Banditenkram. Wegelagerkram. Ah, der Wegelagerer Mantel finde ich sogar gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich sein muss. Zusammen mit der Mütze. Na ja, gut, und dann auch den Stiefel. So langsam dürfen wir ja mal wieder ein bisschen anders aussehen. Kluften. Ohne Kleidung. Oh Gott. Her. Wie lange war Kluft? Aber zum Glück kann man im Mantel zumachen. Eine Hose sollte ich mir vielleicht trotzdem anziehen. Untenrum nackt. Muss nicht sein. Achso, wenn ich den Hut auf habe, kann ich dann gleichzeitig auch noch die Sonnenbrille nehmen? So, das bei Masken. Oh yes. Sonnenbrille ist natürlich wichtig. Willkommen! Ich bin Zachary, der beredte Magier. Okay, die machen schon tatsächlich ziemlich viel immer noch auf Deutsch. And trying to pass the time as best we can. Gorgoron wants his mummy. Das Gorgoron. Right, who's next then? Oh, well, love to, wouldn't I?
Yeah, but still got this whole ethical entanglement to mull over. I would certainly embrace this opportunity, but I'm still waiting for my lucky robes to come back from the cleaners. Well, I can't possibly go on next. My crossbow's got an awful cold. Do not look at Gorgoron. Gorgoron has an ingrowing toenail right now, an evil toenail. You, the new guy. It's your lucky day. Get your ass in there. Ja, sieht so aus, als wenn ich on the rules. Vielleicht liest ihr die Regeln. Not that most contenders can read. Ist ja dann perfekt für Luciens Armee. Willkommen in Hexenkämpfe. 8 Runden voller Schmerz, Tod und Spaß. Bleibt für eine perfekte Runde unter der jeweiligen Zeitvorgabe. 5 perfekte Runden bringen euch den Hauptpreis. Lest die Regeln für weitere Informationen. Ein anderes Part. Hier ist... Stimmt, wir sind Desperado. Und 1, ich glaube, es sind Käfer. Es sind immer Käfer. Gott, der Käfer. Wow, geil! Ich will das aufheben. Bleibt fern von mir, ihr verdammten Viecher. Oh, Grill. Fernkampfkäfer. Es ist wichtig, dass man rollt. Man rollt, ist man besser. Genauso wie man in Ego-Shooter ganz viel rumspringen muss. Ansonsten. Das war ja nur. Wenn man nicht unnötig viel rumspringt. Und in Strategiespielen muss man in 0,5 Sekunden Takt seine Gebäude durchklicken. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer ranzoome, das macht mir Schaden. Jedenfalls, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, ich brauche sowieso immer 2 Schüsse. Von daher ist es wurscht. Ein bisschen mehr Schaden reicht nicht aus. Für einen Starkill. Was? Sie beamen! Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Zeitvorgabe. Oh, da bin ich hart. Hart, Krüger. Und immer noch 7 Runden. So. Aber erstmal. Können. Präzision hoch für mehr Schaden. Sorry, ich brauchte erstmal Cola. Perfekte Runden 0. Na, das haben wir auch schon mal besser gesehen. Das dürften jetzt Hops sein. Round 2, 3, 2, 1, go! First wave! Hohaha. Shot hits the target.
habe das erste Mal, weil ich Fable 2 noch auf einem Röhrenfernseher durchgespielt. Erinnere mich als irgendwann, glaube ich, dann nochmal. Geil, ne? Schafft das nicht? Das war nicht die ersten, ne? Spectacular. Nein! Bums. Hier doch wieder rein. Power rein. Ich hätte mir Tränke mitnehmen sollen. Und nicht einfach nur ein neues Outfit. Aber das mit der Pistole spielt sich wirklich wesentlich besser als mit dem Scheißgewehr. Idets! Sieht da. Golds. Exciting. Spectacular. Third wave. Dritte schon. Ja, die Mages haben schon so viele Leben. Eng. No. Ah, da hinten ist einer runtergefallen. Exciting. Wer will nochmal? Ja, da. Peng! Es geht ja doch recht schnell. Bis dann die Endgegner kommen. Fucking Trolle und so. Peng! Was? Ah, Schuldeigen. Händlerraum. Da können wir händlern und räumen. Dann zeig mal, was du hast. Kann ich nicht. No. Kann aber mehr Kleidung kaufen. Vielleicht gibt's jetzt eine Wegelagererhose. Gibt es. Danke. Ah, kann ich doch Gesundheitstränke kaufen. Was? Das war's? Ich habe immer noch nicht genug.
So. Es tut mir leid, aber... Machen wir mal wieder auf. Wow. So. Oberkörper kriegt. Ich hatte noch eins. Aber er macht das trotzdem nicht so. Die Finger sehen ja aus. Na. Das ist, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Das soll so nicht sein. Unterkörper. Wegelager. Hi there, Desperado. Ja, hohle Männer. Ich mag. Ah, wie sie umfallen. Ah, wie sie umfallen. Aufregung mal 5. So aufgeregt. Second wave. Second wave. 走 Bisschen was aus, ne? Third wave. 3, 2, 1, go! Kraftstoff. Zeug. Nicht mich hauen. Nämlich haut durch die Aufregung. Wir mögen Aufregung, weil Aufregung Geld bedeutet. Ihr Honks. Geld ist mir wichtig. Hört auf, mich anzusprinten. Das ist ja unglaublich. Sind das jetzt nur die krassen? Exciting! Jetzt humpeln sie wieder. Ah, ja. Ich sterb doch gleich wieder, ich seh's doch kaum. Doch nicht. So. Kraftränke oder Lebensmittel? Ja, du bist witzig.